Hallo zusammen und willkommen zurück auf meinem Kanal und Anno 1800 für Anfänger oder Einsteiger. Wie ich habe beim letzten Mal noch ein bisschen weitergezeichnet, habe hier die Weizenproduktion so ein bisschen hingepackt, habe hier Eisen hingepackt und habe dann oder Stahlproduktion, habe dann gemerkt, Mensch, so richtig zufrieden bin ich hier mit dem eigentlich nicht. Die Siedlung habe ich hier auch noch ein bisschen ausgebaut oder weiter geplant, sagen wir es mal lieber so, also hier noch quasi einen zweiten Teil geplant und habe dann gemerkt, so zufrieden bin ich mit dem unteren Teil hier nicht. Ich habe dafür einfach mal auf der neuen Insel, wo ich noch ein bisschen Platz hatte, habe ich einfach mal ein bisschen was skizziert. Die schmeiße ich jetzt erstmal raus und habe das mal so ein bisschen auch zukunftssicher in An- und Ausführungsstrichen eine Kopie erstellt bzw. aufgemalt. Und das würde ich jetzt einfach mal machen. Also ich werde jetzt das hier alles komplett wegreißen, vielleicht sogar Teile von dem hier von der Steingrube, aber nur damit ich das dann hier ein bisschen anders organisieren kann. Das wird dann hier ein bisschen anders aussehen, weil das jetzt einfach dem Layout, das ich hier genutzt habe, ist es ein bisschen, das ist jetzt einfach ein bisschen anders aufgebaut und deswegen ist es dann eher länglicher. Ich habe die Warenhäuser jetzt hier eher am Rand, sage ich jetzt mal, angeordnet. In der Mitte haben wir eine Feuerwehr. Da bin ich eigentlich ganz stolz drauf, dass das so funktioniert hat, dass die hier reingepasst hat. Das war nicht originär so geplant, hat aber gut geklappt. Ich habe hier auch schon vorgeplant für, also ich habe hier zum Beispiel schon Bierproduktion 4 Stück insgesamt. Das sieht man an den Metzereien. Ich habe mindestens doppelte Seife. Am Anfang brauchen wir eigentlich nur einen Block davon. Ich habe relativ viele Schweinefarmen, ich habe viele Metzger hier drin, 6 Stück. Ich habe hier schon ziemlich viele Webereien. Genau, ob wir die alle brauchen, würde ich jetzt mal ein Fragezeichen hinmachen, aber ich habe es ja erstmal. Und auch ganz viele Schnapsbrennereien habe ich hier mit den entsprechenden Kartoffelfeldern. Und hier sogar 2 Segelwebereien schon. Genau, ansonsten hier in der Mitte sind die Schaffarmen und jeder hat auch Platz, hier noch diese Silos dazu zu packen. Also es ist alles so, dass das, die konnte ich hier leider noch nicht reinzaubern, sage ich jetzt mal. Das ist alles so, dass das, dass es einigermaßen gut passt. Ich werde auch nochmal generell ein Video machen zu solchen Layouts. Das würde ich dann hier verlinken auch, damit ihr euch das dann generell mal anschauen könnt, wo kann man wie effektiv planen, dass man einfach das Bestmögliche rauszieht aus so einer Geschichte. Genau, ich würde mir das jetzt, ich mache es jetzt so, ich werde jetzt hier drüben erstmal diesen Block hier komplett wegschmeißen. Zack. Ich habe genug am Lager. Ach genau, vorher wollte ich eigentlich noch Lagerhäuser bauen, damit wir ein bisschen mehr lagern können, aber das ist jetzt. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Das wird auch so gehen. Jetzt werden das mir übelst viele Arbeitskräfte wieder frei. So, dann werde ich mir mal, und zwar ab hier, nee, ich wollte gerne den, nee, nicht bis darüber. Das ganze Straßennetzwerk haue ich hier weg. So, und dann schnappe ich mir einfach den hier, diese Vorlage, und ziehe die komplett so, wie sie ist, hier rüber und werde es halt noch ein bisschen drehen. Ob das jetzt dann optimal ist, kann man auch wieder ein Fragezeichen dran machen. Es hat sich jetzt halt einfach so ergeben, dass es dann so aussehen wird. So, genau, jetzt haben wir hier Lagerhäuser und hier kann ich, ich habe ja auch eins von diesen Steindingern hier abgerissen. Ziegeleien ist der korrekte Fachbegriff. Ja, und dann brauchen wir natürlich eine Straße, die das Ganze verbindet. Die Straße hier kann weg. Zumindest bis hierhin. So.
Und jetzt müssen wir gucken, dass wir das wieder zumindest in Teilen wieder aufbauen erstmal. Wir brauchen die Webereien, die Schaffarm natürlich. Ich glaube, wir hatten. Achso, das muss ich noch ziehen. Die habe ich jetzt noch überhaupt nicht gezogen. Die. So, das müssen wir jetzt ein bisschen rangehen. Die Kartoffelfelder müssen wir ein bisschen ziehen. Ja, dass die jetzt hier so ein bisschen drüber lappen, das ist auch nicht optimal, aber ich hätte es lieber gehabt, dass sie dann wirklich bis ans Ende gehen. Aber naja, das wird sich jetzt hier auch durch die, dadurch, dass es hier nochmal ein bisschen reingeht, das vielleicht auch nochmal ein bisschen schwieriger werden, aber das werden wir gleich sehen. So, Hauptsache erstmal haben. 6 Stück machen wir jetzt mal. Genug Platz dafür. Naja. 2, 4 und 6. Ja gut, dann könnte man theoretisch hier mit denen könnte man dann hier weitergehen. Also das müsste man dann sehen. Ich mache es jetzt erstmal nur so. Natürlich die entsprechenden Felder bitte. Die entsprechenden Lagerhäuser bitte. So, dann haben wir 6 Stück. Dann können wir hier die Schnapsproduktion starten. Auch wieder 6. So, Webereien haben wir. Machen wir 4. Wir haben 4 solche Teile. Genau, mit Getreide hatten wir das noch nicht gepusht. Hatten wir jetzt schon Wurst? Ich war mir gar nicht sicher. Ja, Wurst hatten wir auch schon. Ich mache jetzt mal dafür 2. Okay. Ach, jetzt sind wir sogar ins Minus gegangen. Da reicht meine Bevölkerung schon gar nicht mehr dafür. Ach Gott, der hat ja jetzt hier massiv zu tun und der kann doch hier mitmachen. Ich habe hier auch immer mal Flächen freigelassen, das ist gewollt. Zum Beispiel die Fläche und die Fläche, die werden von Handelskammern besetzt. Das erkläre ich aber in einem gesonderten Video nochmal und würde dann hier auch entsprechend drauf verlinken. Und genau, also hier, hier und hier, das habe ich so ein bisschen abgeglichen, dass das einigermaßen hinkommt. Wir brauchen hier natürlich auch ein Lagerhaus. Die in der Straße dazwischen. Die sind leider nicht. Das ist jetzt nicht so schlimm. So, und hier habe ich einen Block, da kann dann später mal Elektrizität produziert werden. Das pusht nämlich unsere Produktion dann auch ein bisschen. So, wir sind jetzt bei den Bauern in Minus. Wir holen uns einfach mal von hier drüben. Also hier kann ich es wieder wegmachen. Wie gesagt, das Layout war hier nur, das war zum Zeichnen, upsala. Das war wirklich nur zum Malen, sage ich jetzt mal. Dass ich es einfach habe. So, zack, zack. Wenn man das eine bei dem einen startet, dann kann man die gleichen immer gleich mitnehmen. Das funktioniert in der Regel ganz gut. So, und dann geht es auch relativ fix. So, das ist nicht mein Schiff. Oh, ne doch, das müsste mein Schiff sein. So, dann schnappen wir uns hier noch das ganze Holz, weil wir müssen jetzt nämlich unsere Siedlung noch ein bisschen ausbauen. Wir müssen mal schauen, ob wir mit der Produktion jetzt wieder hinkommen. Gerade an Konsumgütern. Ja, also hier haben wir mehr als genug. Hier haben wir mehr als genug. Ja, das ist alles schick soweit. Wir bauen jetzt trotzdem unsere Siedlung hier weiter aus, einfach weil wir merken jetzt schon, dass wir die Bauern brauchen. Und genau, ich habe dann hier noch ein bisschen an Rand gezeichnet. Ja, genau, das wollte ich noch zeigen.
Ich lasse es mal schnell ausladen. Da können die nämlich schon wieder auf Lager legen und wenn ich dann wieder baue, dann habe ich schon wieder ein bisschen mehr Holz. So, und zwar, das wollte ich noch zeigen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wie das hier aussieht mit den Gebäuden, wenn ihr auch im Blaupause-Modus hier zum Beispiel ein neues Bauernhaus hinsetzen wollt, dann seht ihr um die Gebäude, die das benötigt, also hier zum Beispiel Marktplatz und Wirtshaus, dass das grün wird. Das bedeutet, dass es im Einflussbereich ist. Also wenn ich hier hinsetze, ist es im 100%. Und wenn ich jetzt hier ein bisschen weiter hinter gehe, dann wird das Wirtshaus zum Beispiel gelb. Das heißt, ab hier ist es dann irgendwo nicht mehr hundertprozentig abgedeckt. Das sieht man auch. Der Strich geht bis hier. Also bis hierhin ist es dunkelgrün. Und ab hier wird es dann hellgrün. Jetzt versuche ich das mal. Hier müsste es, genau, hier ist es gelb und hier ist es grün. Ich hoffe, das sieht man, diese Linien um das Wirtshaus rum. So könnt ihr quasi auch prüfen, hey, liegt es noch im Einflussbereich? Ist es noch schick? Deckt es noch hundertprozentig ab? Könnt ihr einfach so... das Problem ist an der Sache, ihr müsst es wirklich einzeln setzen. Das macht ihr dann nicht, wenn ihr dann mehrere Häuser ziehen wollt. Das funktioniert leider nicht. So, schauen wir mal, diesen grün. Grün, hier wird es zwar schon gelb. Also da geht es nicht mehr. So, und da habe ich jetzt hier, sieht man ja hier außenrum noch ein paar Häuser hingesetzt. Wie gesagt, ich könnte vielleicht noch sogar ein paar mehr hinquetschen. Mache ich jetzt aber nicht. Ich baue jetzt einfach mal erstmal die. Und dann bauen wir den neuen Teil hier vorne hin. Zumindest haben wir genug zu essen. Ach, die kommen immer noch nicht hin, oder? Ja, die kommen dann vielleicht mit Steinstraßen. Steinstraßen, genau. noch so eine Erklärung, die gefehlt hat. Wenn man Steine hat, kann man dann auch die berüchtigten Pflasterstraßen bauen. Und da ist es so, die Reichweite der Gebäude wird dann erhöht. War jetzt ein bisschen blöd, dass ich das jetzt hier schon habe. Ich mache es jetzt mal so. Ich reiß das Wirtshaus jetzt einfach nochmal ab. Das Wirtshaus, das hier, hat jetzt eine Reichweite, ich hoffe, man sieht das, hellgrün, dunkelgrün. Das heißt, bis hierhin sind 100%. Ja? Das können wir uns mal merken. Das heißt, wir bauen... das war jetzt hier. Glaube ich. Genau, also das hier ist quasi, bis hierhin ist dunkelgrün. Danach ist hellgrün. Hier, sieht man. Ja, ich habe das jetzt nur mal als Markierung quasi gemacht. Wenn ich jetzt hier eine Steinstraße hinsetze, diese hier, ich ziehe die jetzt einfach mal von, ich habe gerade ein paar Steine über, ich ziehe die jetzt einfach mal bis hier hin. So, und dann sieht man, wie die Reichweite des Wirtshauses bis hierhin geht. Also es ist jetzt nicht mehr bis hierhin, sondern es ist bis hierhin. Und auch normalerweise, das Haus hier ist nicht ans Wirtshaus angeschlossen. Wenn ich jetzt allerdings hier eine Steinstraße runterziehe, sollte es vielleicht klappen. Ja, jetzt füllt sich das. Zack, 100%, perfekt. Also das Wirtshaus geht jetzt auch bis hier runter und erreicht die. Also man kann mit den Steinstraßen die Reichweite der einzelnen Gebäude erhöhen. Und das ist ganz hilfreich. Also man muss sich da nicht zu Tode marktplatzen, sage ich jetzt einfach mal. Oder nur Bauernhäuser, hier nur Wirtshäuser überall hinkleistern. Das kann man dann irgendwann auch ein Stück weit zumindest... mit Steinstraßen. Man muss halt bedenken, am Anfang ist das eine relativ kostspielige Geschichte, weil man einfach so viel Steine nicht hat. Und ihr seht auch, die gehen jetzt ganz gut, ganz schnell runter. Also es waren gerade 75 Tonnen, jetzt sind es keine 75 Tonnen mehr. Aber das nur als Tipp für euch, wenn ihr vielleicht ein Gebäude habt und ihr denkt, oh, reiße ich es jetzt hier, das zum Beispiel auch oder das, reiße ich es jetzt ab oder nicht. Müsst ihr gar nicht. Baut einfach eine Steinstraße. Vielleicht reicht das schon. Das hat manchmal einen sehr heilsamen Effekt. So, jetzt bauen wir hier das Wirtshaus wieder hin. Und jetzt fangen wir an, hier weiter auszubauen. Weil wir wollen nämlich noch ein bisschen wachsen.
Jetzt fehlt wieder das Holz. Wir haben ja Gott sei Dank unser Schiff schon wieder rüber geschickt. Dann laden wir hier nochmal Bretter ein. 50 Stück. 50 Tonnen. So, und dann können wir hier vielleicht sogar noch ein bisschen ausbauen. Ich habe jetzt hier auch nochmal einen größeren Platz freigelassen. Ob der reicht, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher für das, was da hin soll später mal. Aber einfach mal gelassen. Zur Not kann ich hier vielleicht noch was abreißen. Genau, es gibt da nämlich noch Gebäude, die ein bisschen größer sind. Und es macht immer mal Sinn, auch mal einen Flecken freizulassen. Mit einem größeren oder... Man muss, wie gesagt, man muss öfters mal umbauen. Und wenn man das nicht komplett schon mal gemacht hat, dann gerade als Beginner, das ist auch gar nicht schlimm. Baut einfach um, testet euch aus, probiert's. Es gibt auch in dem Sinne nur ganz bedingt perfekte Lösungen. Also in der einen Erweiterung, die es da gibt, die hat eine ziemlich großen, so eine Art Kontinent, sage ich mal, das ist, oder eine Mega-Insel, wie man es auch nennen möchte. Dort hat man richtig Platz, ja, da kann man auch richtig mal was bauen. Das ist, da ist wirklich freies Bauen in Anführungsstrichen angesagt. Aber normalerweise, also auch wenn ihr euch das so, ihr wisst ja nicht, was ihr hier für Inseln kriegt, ja, wo hier ein Fluss ist, wo ihr die Stadt hinbaut. Ich hätte zum Beispiel die Stadt hier auch theoretisch hier hinbauen können. Wäre auch gegangen. Und hätte die dann hier nach rechts erweitern können. Wäre vielleicht sogar die schlauere Lösung gewesen und hätte die Produktionssachen hier irgendwie hingepackt. Ich habe es jetzt so gemacht, die hier ist wieder anders. Die geht hier so halb um die Kurve. Das hier ist halt der Fluss in der Mitte. Ich hätte es vielleicht, ja, man hätte es hier hinbauen können oder hier hinbauen, wie sie es macht. Also ich glaube, das ist die bessere Wahl auf die Seite, aber das kann man machen, wie man möchte. Und deswegen ist es auch schwierig zu sagen, hey, das ist das perfekte Layout, bis auf, wie gesagt, diesem Subkontinent, sage ich jetzt mal, oder dieser Rieseninsel, wo man wirklich auch Fläche hat, wo man bauen kann ohne Probleme. Da müsst ihr euch eh den Gegebenheiten irgendwo anpassen und müsst gucken, wo ist es optimal. Also ein bisschen am Anfang eure Insel wenigstens mal im kleinen Blick zu würdigen, ist nie schlecht. Dass ihr einfach prüfen könnt, okay, was kommt denn da jetzt oder was habe ich denn da jetzt? So, jetzt haben wir das ganze Holz aufgebraucht, da können wir dich eigentlich wieder hier rüber schicken. Holst du vielleicht nochmal ein paar Tonnen Holz? Genau, ich würde jetzt einfach mal die paar Häuserchen noch fertig machen. Und wenn wir die haben, dann können wir nochmal in die Produktion schauen. Wie gesagt, das ist halt dann immer so das Spiel, ne? Produktion versus Einwohner oder versus Bedürfnisse und ja. Und dann habe ich ja, wie gesagt, hier schon ziemlich viel vorgezeichnet. Und das theoretisch reicht aus, in Anführungsstrichen, also allein von, es reicht aus in dem Sinne, dass das nötig ist, um auf die nächste Stufe zu kommen. Also, ich habe hier eine Kirche noch, ich habe hier die Bierproduktion zumindest vorgezeichnet, Brot habe ich hier, Seife habe ich hier und die Schule habe ich hier auch schon noch nicht geplant. Liegt aber dran, dass ich die noch nicht bauen kann. Aber die könnte zum Beispiel dann irgendwo hier rein, die Schule. Genau, noch ein wichtiges Gebäude, also ich habe ja gesagt, immer eine Feuerwehr ist wichtig und dasselbe auch mit der Polizei. Die hat auch einen relativ guten Einflussbereich und der ist auch immer fest, also der nimmt nicht ab, wie das vielleicht beim Marktplatz ist, sondern Polizei geht dann wirklich bis hierhin und da aber auch immer gut bauen, weil wenn eure Bürger mal nicht so gut drauf sind, da kann so ein Aufstand kann euch da auch schon ein bisschen Ärger machen. Bilanztechnisch zumindest. Genau. Dann bauen wir die letzten. Ach, den könnten wir sogar schon aufleveln. Die sind alle sehr zufrieden bei uns. Ich merke das schon. Ja, ist das eine noch eine Tonne Holz und dann ist erledigt. Und dann können wir mal gucken, was wir vielleicht nachproduzieren müssen. Na, wo bleibt denn die Tonne? Was ist denn da los? Jetzt. Zack.
Gut. Also, dann können wir jetzt einfach mal schauen. Wir schauen in die Produktion. Vielleicht war das doch zu viel Schnaps. Also, Fisch fehlt. Schnaps ist okay. Arbeitskleidung fehlt einmal. Wurst ist theoretisch okay. Gut. Das heißt, wir brauchen einen Fischer. Den packen wir hier hin. Können den direkt anschließen. Und direkt bauen natürlich. Das müsst ihr halt auch immer aufpassen, dass ihr, wenn ihr so ein... Also wie gesagt, ich mache das immer mit Blaupause eigentlich. Nicht, dass ihr den dann hinsetzt, denkt, ah, ist erledigt. Und dann ist es gar nicht erledigt. So, dann können wir zum Beispiel die Farm hier noch bauen und nochmal eine Weberei. So, der hat schon ein bisschen zu tun. Dann bekommt er hier noch ein Lagerhaus zur Unterstützung. Genau. Ja, und dann haben wir es doch. Also jetzt müssten wir vielleicht noch gucken. Es ziehen ja immer noch Bauern ein. Aber ich denke, das sollte erstmal reichen. So. Wir haben jetzt auch ein gutes Polster. Auch an Arbeitern. Bauen, Entschuldigung. Und ja, jetzt können wir einfach mal... ich nenne es jetzt mal die nächste Stufe zünden. Und das ist die Produktion von... was hat man schon? Wurst haben wir schon. Gut gemacht. Wurst haben wir schon. Brot und Seife. So, erstmal Brot. Habe ich hier schon vorgezeichnet. Zwei Getreidefarmen kommen auf eine Mühle, kommen auf zwei Bäcker. Genau. Genau, und dann können wir mal schauen, ob das nachher ausreicht. Wir wollen natürlich... Zeitung ist wieder da. Wie gesagt, die würde ich euch empfehlen, immer zu machen. Lektorieren. Ah, jetzt ist ja was... Hatten wir das schon mal? Knappheit? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es schon mal erklärt habe. Wenn, dann nur kurz. Ihr könnt natürlich auch sagen, verbraucht weniger Materialien mit Knappheit. Also hier 10% weniger Verbrauch der Bedürfnisse. Ich mache das in der Regel nicht, weil es kann sein, dass ihr irgendwann mal, das kann man auch noch auf 15, glaube ich, und 20% kann man das noch erhöhen, das kommt dann später. Aber sagen wir mal, ihr sagt hier 20% weniger Waren, ja, legt eure komplette Produktion darauf aus und habt dann aus irgendeinem Grund, weil ihr Kriegsschiffe braucht oder weil ihr gerade viele Inseln eingenommen habt oder wie auch immer, habt ihr nicht mehr genügend Einfluss, um das zu erfüllen, ja, dann geht auf einmal der Verbrauch oder das, was ihr produzieren müsst, total durch die Decke. Und das kann euch dann wieder Probleme machen, weil in der Regel versucht ihr das natürlich effektiv. Also ihr versucht ja nicht hier 20.000 Tonnen Überkapazität zu haben. Ihr versucht das ja schon einigermaßen effektiv zu haben, dass eure Bilanz stimmt und dass es einigermaßen gut ausgeht. Und wenn ihr das halt auf einer minus 10 oder minus, sag ich jetzt mal, 20% Basis plant und die dann irgendwann nicht mehr erfüllen könnt, ist schwierig. Dasselbe natürlich theoretisch auch mit dem Einkommen. Ne? Da müsst ihr immer drauf achten oder das im Hinterkopf behalten. Es kann sein, wenn ihr das irgendwann mal nicht mehr bedienen könnt, dann könntet ihr richtig Probleme kriegen, in anderen Ausführungsstrichen. Und wenn ihr beides habt, dann wird es auch schwierig. Ne? Also wenn jetzt, vielleicht müsst ihr dann euch irgendwann mal von eins von beiden entscheiden. Ne? Und deswegen, also ich nehme in der Regel, wenn dann nur das Konsum Verhalten und irgendwann, meistens fällt das irgendwann raus, dann brauche ich es auch einfach nicht mehr, um diesen monetären Push zu haben. Genau. Ja, was ist Notstand? Beeinflusst mit Zufriedenheit? Zufriedenheit erforderlich minus 5%. Okay. Das ist die Aufstandswahrscheinlichkeit minus 10%. Ja, also wie gesagt, ich gehe in der Regel oder halt generelle Zufriedenheit. Ich gehe in der Regel mit dem Monetären. So, genau. Wir haben jetzt die Weizenproduktion ins Laufen bekommen. Genau, haben wir theoretisch 2. Das reicht uns vollkommen für den Moment. So, und jetzt schauen wir mal. Wenn wir an
Wir wollen ja die Segelschiffwerft haben. Dafür brauchen wir natürlich Segel. Und die werden in der Segelweberei. Segelweberei hergestellt. Das ist auch 1:1. Ich könnte jetzt hier noch mehr Schiffe reinbauen. Das möchte ich aber gar nicht. Ich möchte mit denen weiterlaufen. Und deswegen fange ich jetzt an, Silos zu bauen. Für Silos brauche ich Getreide. Das heißt, ich baue erstmal noch ein Weizenfeld. Und dann baue ich, weil ich zwei Segelwebereien habe, auch zwei Silos. Weil ein Silo bringt für eine Schäferei 100%. Zusätzlich. Also das heißt, die Produktion ist dann nicht auf 100%, sondern auf 200%. Dafür nutze ich den Platz, den ich hier gelassen habe. Den hatte ich ganz am Anfang nicht geplant. Deswegen habe ich auch so ein bisschen das umgeplant. Gerade bei den Schäfereien war das nicht mit drin. So, und jetzt packe ich hier Silos mit rein. Und anscheinend brauchen wir das auch noch. Die liefern sich, die holen sich dann das zusätzliche Getreide, was wir hier haben. Ich habe das mal beim letzten Mal so ein bisschen nachgeschaut. Ich glaube, es ist grob so, dass eine Getreideform um die 5 Silos bedienen kann. Und Silos kann man immer bauen bei solchen Viehbetrieben, also Schaffarmen, Schweinefarmen, Schweinezucht, Schäferei und Schweinezucht. Genau, und das kann man sich jetzt auch anschauen, theoretisch. Können wir ein bisschen vorspulen, damit es ein bisschen fixer geht. Schneller, schneller, schneller. Hier wird dann quasi das Getreide reingeliefert, wenn das Getreide dann kommt. Und wo bleibt denn das Getreide? Ihr müsstet doch jetzt langsam in der Lage sein. Ihr müsstet doch mehr produzieren als die eine Mühle hier. Das dauert mir jetzt in der ehrlich gesagt zu lang. Ach, jetzt geht's los. Jetzt fängt es an hochzulaufen. Und das, hier sieht man auch die Einfärbung, das gehört zu dem. Und schon läuft hier auch die Produktivität hoch. Und wie gesagt, die geht bis auf 200%. Und dann produziert er quasi das Doppelte. Und dann können wir die Webereien bauen. Also man braucht am Anfang nicht unbedingt zwei. Aber ich, ja, ich möchte dann nicht immer so auf neue Ware warten, deswegen bauen wir die einfach mal doppelt hier und dann können wir hier, wie gesagt, auch noch ein paar Depots bauen. Da fehlen jetzt wieder Steine, weil wir vorhin so viele Steinstraßen gebaut haben. Ach, schlimm. Nein, jetzt fehlen sogar die Steine für hier, aber hier wird doch auch wieder produziert, oder? Ihr macht doch fleißig, ja. Hatte ich noch ein drittes Steinfeld? Nein, ich habe nur zwei. Ich könnte theoretisch hier drüben noch ein Steinfeld. Habe ich ja auch eins. Das könnte ich auch erschließen. Ja, das machen wir einfach mal. Dann können wir immer mal wieder Steine rüberholen. Ziegelei. Achso, und da. Nee, können wir nicht. Da fehlen nämlich die Arbeiter. Weil dafür, oh, hier ist ein Gebäude zerstört, das machen wir mal wieder ganz. Das ist, glaube ich, abgebrannt irgendwann mal. Da fehlen Arbeiter, also da könnten wir uns jetzt überlegen, wollen wir hier ein paar aufleveln? Wie viel bräuchten wir dafür? 50 und nochmal 2x 25, also insgesamt 100. Puh, das ist schon nicht ohne. Nee, mache ich jetzt für den Moment nicht. Ich will das jetzt erstmal noch ein bisschen einfach halten. Wenn ihr das dann selber spielt, generell, dann könnt ihr das natürlich jederzeit machen, wie ihr wollt. Also, ihr seid da komplett frei. So, 25 brauchen wir. Das laufen wir noch ein bisschen schneller. Genau, dann haben wir das nächste, was wir natürlich machen wollen. Wir wollen Seife produzieren. Das habe ich hier auch schon aufgebaut. Und zwar die erstmal die Vasenmeisterei und die Siederei. Zwei von denen, also zwei von diesen Vasenmeistereien, brauchen wir für eine Siederei und wir brauchen jeweils eine Schweinezucht dafür. Und wir haben hier das Problem, die brauchen Stahlträger.
Das ist ein neue Ressource. Das ist auch, glaube ich, ganz gut gelöst. Die machen das so ein bisschen in der Order, also in der Reihenfolge. Wir können das und das nicht haben, bevor wir das nicht haben. Wir können kleinen Hafen, ja, aber wir können die Schiffssegelwerft bringt nicht so viel, wenn wir noch keine Segel haben, ja. Bioproduktion braucht Getreide. Also brauchen wir erst Brot, ja. So, wo sind denn hier die Flammen außer Kontrolle? Schon wieder hier oben. Dann holt doch mal hier ein paar. Die zündeln mir hier zu viel rum, eindeutig. Dann holt doch hier nochmal mehr Leute rein, bitte. So, jetzt haben wir 39, 40. Dann können wir hier das mal bauen. Genau, und dann könnten wir. Ja, was wollen wir denn bauen? Wir bauen einen Schoner. Das ist ein kleiner. Bauen wir gleich mal zwei. Wir können hier eine kleine Produktionskette machen. Da kann man. Das ist ein kleines Transportschiff. Ein Schoner. Das ist quasi das kleinste Transportschiff. Das hat keine Bewaffnung. Genau, so. Und dann wollen wir mal gucken. Genau, für Stahl brauchen wir Eisenmine. Wir brauchen eine Köhlerei, die bringt uns die Kohle quasi. Eisenmine bringt alle 15 Sekunden Eisen, Köhlerei bringt alle 30 Sekunden. Das heißt, eine Eisenmine, zwei Köhlereien. Und die können dann zwei Hochöfen bedienen. Und zwei Hochöfen, also eine Hochöfen kann locker ein Stahlwerk bedienen. Das heißt, wir könnten dann theoretisch zwei Stahlwerke bauen. Wir fangen jetzt erstmal langsam an, also wir fangen erstmal mit der Eisenmine an und da geht es nämlich schon los. Bauen die mal, aber trotzdem, wir gehen hier schon in die Arbeitskraft wieder ins Minus. Obwohl wir jetzt Brot haben, das heißt, wir haben drei Arbeiter mehr bekommen. Die ziehen auch noch ein, aber das reicht nicht. Das heißt, wir müssen ausbauen. Wir brauchen mehr Arbeiter in unserer Siedlung. So, jetzt haben wir schon zwei Schoner produziert. Das ist ganz gut. So, Bauern haben wir ja Gott sei Dank genug. Das heißt, wir müssen da nicht so sehr drauf achten. Ja, wie gesagt, ich mache das immer ganz gern von innen nach außen. Das ist so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal organisch, das Stadtzentrum immer mit den höchsten Häusern und dann zum Rand hin. So, jetzt haben wir einiges hier aufgelevelt. Jetzt müssen wir direkt mal schauen, passt das mit der Produktion noch so einigermaßen. Schnaps, ja, Fische, naja, nicht hundertprozentig. Also da ist ein kleines Minus. Hier ist dafür noch ein kleines Plus da. Wurst reicht noch, Brot reicht noch. Also das ist, das tut ordentlich was produzieren. Da können wir, ich stehe mal wieder auf normal, da können wir gut mit arbeiten. So, jetzt haben wir die Eisenmine gemacht. Ich habe hier mal so ein bisschen Köhlerei aufgebaut. Das werde ich dann irgendwann nochmal woanders hinziehen. Aber jetzt einfach das, was wir hier mal haben. Da können sie hier mit der Kohle arbeiten. Genau, und dann können wir auch langsam unsere Stahlträgerproduktion hier so ein bisschen anschieben. Und zwar, wir brauchen natürlich ein Lagerhaus. Wir nehmen dafür eine Feuerwache, wie immer. Dann, wie gesagt, zwei Hochöfen können wir bauen. Ich baue mal noch eins. Und wir bauen auch, weil wir es können, noch zwei Stahlwerke. Und jetzt sind wir schon wieder Minus. Also die brauchen richtig Arbeiter. Die Stahlwerke brauchen 200. Also insgesamt haben wir jetzt 400 Arbeiter nur in den Stahlwerken. Wir machen schnell die Zeitung. Oh, gottloser Ort. Weil die Kirche fehlt und die Stadt wird hässlicher. So, das können wir... Wir machen es jetzt... Oh, jetzt haben wir hier einen neuen... wir haben jetzt 10% Einkommen. Das werden wir gleich mal nutzen. Und dann streuen wir noch ein bisschen Ablenkung einfach. So, und dann veröffentlichen wir das einfach und alles ist schick. So, wir können... Jetzt haben wir nicht genug Stein. Also, wir werden jetzt zwei Sachen machen. Wir werden jetzt erstmal noch ein bisschen... Ja, die findet das immer nicht so gut, wenn wir Propaganda nutzen.
Aber das ist mir in dem Moment ein bisschen egal. Jetzt haben wir einen neuen Einfluss bekommen. Würde ich noch mal kurz drauf eingehen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gemacht habe. Okay, wenn man hier auf das Einflussfeld klickt, sieht man, wohin der Einfluss geht. Sie haben den Einfluss 8.1165 bei gewonnen. Propaganda. 325 Einfluss haben wir insgesamt. Und hier kann man so ein bisschen gucken, wo geht es hin. Also zum Beispiel in die Propaganda. Jetzt ist die Zeitschrift 7% effektiver. Das kann noch bis auf 15% und 25 hochgehen, je nachdem, wie viel Einfluss man dann hat. Handel, Bewegung erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit der Schiffe. Das ist ziemlich gut, wenn man viel, handelt oder beziehungsweise viel in den Handel Einfluss investiert. Ins Militär erhöht die Angriffsgeschwindigkeit der Schiffe. Das kann auch gut helfen. Gerade 25% plus ist ziemlich gut. Administrator, also wenn man viel auf Optimierung Einfluss reinpackt, dann sinken die Unterhaltskosten. Kultur, wenn man viel Kultur hat, steigt die Attraktivität entsprechend der Städte. Und Expansion, den kriegt man in der Regel immer voll. Das ist neue Inseln. Und wenn man zum Beispiel neue Inseln besetzt, braucht man auch Einfluss. Also man kann nicht einfach unendlich viele Inseln besiedeln und dann man braucht dafür immer ein bisschen Einfluss. Also man kann theoretisch schon, da muss man aber die immer ausbauen. Man braucht halt genug Einfluss am Ende. Und das ist ziemlich gut, weil der stellt uns Arbeitskräfte pro Insel und zwar einfach so zur Verfügung. 50, 100 und dann sogar 200. Und zwar, jetzt kommt es von jeder Stufe. Das heißt, wir können dann zum Beispiel, wir haben ja hier so Mini-Inseln. So, und wie gesagt, für Leben bräuchten wir eigentlich Arbeiter. Das heißt, wir müssten hier eigentlich eine Arbeiterstufe reinbringen. Aber wenn wir diesen Effekt haben, ups, jetzt habe ich daneben geklickt, wenn wir diesen Effekt hier haben, dann zum Beispiel 100 oder 200, dann haben wir schon 200 Arbeiter allein hier. Das heißt, wir könnten schon ohne Probleme zwei von diesen Lehmvorkommen, das hatte ich ja gerade gerechnet, dass wir 100 für eins brauchen, könnten wir schon mal zwei abgrasen. Oder wenn wir hier so eins haben, hier so ein paar Minen hinbauen. Ohne Probleme. Ist machbar. Und das hilft einem dann ungemein gerade bei so kleinen Sachen. So, jetzt können wir mal die Kirche bauen. Dann sind wir kein ganz so gottloser Ort mehr. Das bringt uns 7 Zufriedenheit. Ist doch schick. Jetzt haben wir genug Arbeiter, dass wir auch die Schule bauen können. Ach, die braucht auch wieder Stahlträger. Die hat doch hier ganz gut Platz, denke ich. Ja, die kommt aktuell sogar fast an alles ran, dank der Steinstraßen, die wir hier schon haben. Also hier ist ja eine Steinstraße drin, kommt die auch bis hier rüber. Die geht theoretisch, hier der Einfluss könnte sogar noch ein bisschen weitergehen, wenn man hier wirklich konsequent weiter Steinstraßen zieht. Dann kann die sogar hier noch alles abdecken. Und auch hier oben deckt die ja schon alles ab. Genau. Hier hinten wird es dann dünn, also wahrscheinlich müsste man hier dann wieder mal eine neue Schule bauen. Selbst mit Steinstraßen wird es dann hier zumindest irgendwann langsam eng. Genau, aber. Oh, jetzt haben wir sogar einen Attraktivitätsbonus bekommen. Wunderliche Hafenstadt, das ist doch Die nett Menschen sowas. lassen sie hochleben. So, und es ist ein Fest. Das ist auch immer was, da könnt ihr euch drauf freuen. Man sieht es jetzt hier auch. Wir machen mal normale Geschwindigkeit. Geht der Festumzug los. Und der bringt uns städtischer Karneval. Zufriedenheit plus 40, Zusatzeinkommen plus 5. Also das pusht hier unheimlich unsere Bilanz. Sieht man das sogar? Nee, sieht man gar nicht, wie viel das pusht. Also 5, plus 5. Und man bekommt mehr Besucher. Aber Besucher sind wir jetzt noch nicht. Das ist dann die nächste Stufe. Kann man einen Besucherhafen bauen und dann kann man Leute aus anderen Regionen empfangen. Genau, und hier geht jetzt der Festumzug durch die Stadt. Manchmal gibt es auch, je größer die Stadt ist, gibt es auch manchmal zwei oder drei, die sich dann durchschlängeln. Der sitzt relativ zentral, vielleicht ist es deswegen nur einer. Und es gibt verschiedene Feste. Das ist jetzt so ein Standardfest, würde ich sagen, aber es gibt dann auch welche, die sind richtig gut, gerade in Bezug auf, die bringen einem dann sogar Waren, die man später braucht. Also die bringen dann Schokolade und Sekt und was noch?
noch irgendwas. Und das braucht Zigarren und das braucht man dann für Investoren. Und meistens hat man, wenn man so ein Fest dann schon hatte, dann hat man irgendwie schon 50 Tonnen davon im Lager. Das ist dann auch ganz cool. Sind immer mal, je zufriedener die Leute sind, umso eher triggert sowas. Ich weiß nicht, ob man sowas aktiv triggern kann. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Aber spontan ist es immer eine schöne Geschichte. Dann kann man auch so ein bisschen, wie gesagt, zuschauen. Ist auch schön untermalt mit Musik. Genau, die haben wir hier auch gut. Fahren Sie mit dem Hochrad. Also, das ist eine coole Geschichte. So, jetzt schauen wir doch mal. Die Stahlproduktion haben wir anlaufen lassen. Ich würde hier oben jetzt einfach mal dieses Holz rausnehmen und natürlich die Stahlträger reinschieben. Kanonen brauchen wir eigentlich nicht, aber wir haben es jetzt mal drin. Also, 19 Stahlträger haben wir. Was wollten wir mit denen machen? Genau, die Seife wollten wir damit machen. Wie gesagt, für die Seife brauchen wir erstmal zwei zusätzliche Schweinefarmen. Und dann können wir zwei von diesen Vasenmaster reinbauen und eine Siederei. Und schon wieder sind wir im Minus bei den Arbeitern. Also da müsst ihr ein bisschen schauen, wie ihr das quasi austüftelt, dass ihr da nicht. Und deswegen war es auch sinnvoll, hier die Erweiterung einfach zu machen. Schon, ja. Also die Stadt schon zu erweitern. Das ist einfach dann notwendig, dass man dann auch hier weiterbaut einfach. Man kann da nicht stehen bleiben. Und das ist halt auch so ein Ding bei Anno, du baust die Stadt immer weiter, weil es gibt immer irgendwas, was größer, besser, schneller, wo Arbeitskräfte fehlen. Genau. So, jetzt sind wir wieder im Plus hier. Dann können Sie mal ein bisschen machen. Die warten wahrscheinlich noch auf die Schweine. Genau. Spulen wir noch ein bisschen vor. Ziel ist jetzt eigentlich von der Sitzung auf die nächste Stufe zu gehen. Wie gesagt, dafür müssen wir die Bedürfnisse noch erfüllen. Seife haben wir jetzt. Bier können wir noch machen. Das bringt uns Die richtig Flammen viel sind Geld. außer Kontrolle. Aber, ach so, das können wir noch nicht, weil, wieso brennt denn das hier ständig? Kann man da was machen? Ja, kann man theoretisch, aber habe ich jetzt im Grunde nichts. So, ja, ich würde gerne die Schule bauen, weil dann sind nämlich die Bedürfnisse zumindest Gebäude mal wurden alle zum erledigt. Bauch der Hier Flammen. geht jetzt die Seife hoch. Das heißt, es gibt uns nochmal einen kleinen Push in der Bilanz und bringt uns die letzten zwei Arbeiter. Und dann haben wir es eigentlich schon. Dann haben wir die Arbeiter voll, dann brauchen wir nur noch. Ach nee, dann haben wir die Arbeiter noch nicht voll. Ah, die Schule bringt auch nochmal zwei, sorry. Genau. Seife erstmal auf 18 und Schule erhöht es dann auf 20. Jetzt können wir die bauen. Dann bauen wir die doch direkt. Genau, und dann sieht die Zufriedenheit ganz okay aus. Wie gesagt, das Bier mache ich beim. Machen wir noch. Ich bin nur ein Oh, kleines das ist jetzt Zahnrad, wieder aber eine. Jetzt habe ich Sie versehentlich hier bedienen die drauf ganzen Hebel. gedrückt. Das ist jetzt eine Rätselaufgabe. Was Sie willst du denn würden haben? ungern den Vorarbeiter deswegen anhauen. Finden und holen Sie den Kameraden der Arbeiter. Wenn man hier draufklickt, dann wird man ungefähr dahin gebracht, wo das ist. Ja, also das muss sich dann jeder selber überlegen, ob er sowas machen möchte. Wie gesagt, das bringt am Anfang Geld. Also mal machen ist, denke ich, nicht schlecht. Der muss eigentlich irgendwo hier in dem Bereich. Nicht übel, Da war Boss, es. wirklich. Das habe ich jetzt gar nicht so mitgekriegt, dass das der war, aber naja. Was gab es jetzt? Jetzt gab es einen Kesselmacher. Beeinflusst Stahlwerke und Han minus 30%. Genau. Den können wir. Genau, das würde ich dann nochmal erklären. Also ich mache nochmal ein Video zu Layouts, würde ich sagen. Das aber erst, wenn wir ein bisschen fortgeschritten sind. Weil es gibt halt mehrere. Wie gesagt, ich glaube, es gibt sehr gut optimierte. Das perfekte Layout gibt es aber nur auf einer Karte, wo man wirklich keine Platzprobleme hat. Und das ist immer so ein bisschen tricky. Aber man kann da schon viel in eine gewisse Richtung machen. Und die Handelskammern dann nochmal erklären in einem extra Video. Genau. So.
Genau, jetzt sind wir schon wieder bei 380 plus Arbeiter, einfach durch die Seife und die Schule. Jetzt sind wir hier voll. Und jetzt haben wir das große Glück, dass wir noch mal eine Stufe aufsteigen können, und zwar zu den Handwerkern. Machen wir das doch. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Tada! Handwerkskunst. Perfekt. Haben wir den ersten Handwerker. Ich bin jetzt mal so frei. Upsala, ich reiße das natürlich nicht ab. Ich mache ein paar mehr. Alles, was ich je wollte, war ein Ort zum Leben und Arbeiten. Okay, jetzt fehlt schon der Stall. Ach, ich habe den Stall jetzt hier doppelt drin. Das ist ja auch doof gewesen. So, und sobald man die Handwerker hat, ergeben sich natürlich, wir bekommen hier wieder einen neuen Reiter. Wir bekommen hier oben eine neue Arbeitskraft. Und ja, dann gehen mehrere, dann triggern mehrere Sachen. Und zwar als erstes eine Expedition, die unbedingt machen. Das ist die neue Welt. Das ist die zweite Region. Und das ist, wenn ihr nur das Hauptspiel oder das Basisspiel habt, ohne irgendeine Erweiterung, die ist immer dabei. Und die ist auch notwendig, weil die braucht ihr dann auch. Oh, jetzt habe ich sie nicht draufgeklickt. Also sie findet ihr dann hier unter Expedition. Die machen wir jetzt. Dann schicken wir nämlich das Schiff schon mal los. Es wird halt, der Captain sagt jetzt hier, okay, es gibt Gerüchte über, das ist was anderes. Das ist eine andere Expedition. Wir machen jetzt auch erstmal nur die eine, um das Ganze ein bisschen klein zu halten. Genau, Neue Welt war schon vor langer Zeit entdeckt und gibt Gerüchte über unbewohntes und fruchtbares Archipel. Ration sollte man mitgeben. Empfohlene Vorbereitung, ne? Rationen wären gut, eine Redegabe, Heilkunst und Jagdglück. Mögliche Belohnung, eine neue Region. Möglich steht deswegen hier, wenn man das nicht gut macht, dann kann es natürlich sein, man kommt nicht an mit dem Versuch, aber wenn man es dann irgendwann richtig macht, dann kommt man definitiv in die neue Region. Wir weisen ein Schiff zu, in dem Fall unser Flaggschiff, das hier. Das hat nämlich schon, das hat 20 Gefechtskunde, 15 Navigation und 3 Frachtplätze. Die anderen, unsere Schoner, haben nur 20% oder 20 Navigation und 2 Frachtplätze. Deswegen nehmen wir einfach mal den mit. Der hat auch den Mart. Der bringt halt die Navigation und Kampfkraft dazu. So. Und dann müsst ihr euch im Grunde so ein bisschen durchschauen, was ihr am Lager habt, und packt das in euer Schiff. Also Rationen. Könnt ihr entweder Kartoffeln, Rum oder Fisch zum Beispiel, also was die Leute essen können. Schnaps ist zum Beispiel auch eine Ration, glaube ich. Genau. Schnaps ist eine Ration. Und schon der Erfolg geht hier sofort nach oben, ja. So, jetzt können wir einfach mal noch gucken, was haben wir noch? Heilkunst haben wir jetzt schon. Redegabe und Jagdglück wären noch gut. Jagdglück könnte man mit Lehm. Das ist auch interessant, dass man lehmendes Jagdglück steigert. Kohle habe ich jetzt nicht so viel. Haben wir hier noch? Haben wir irgendwo Redegabe? Ist Bier? Das habe ich jetzt noch nicht. Boah, das haben wir alles nicht. Also, dann nehmen wir jetzt einfach mal. Wir nehmen jetzt mal den Lehm mit. Zack. Haben wir das Jagdglück auf 100%. Und dann nehmen wir einfach noch ein paar Bretter einfach mit. So. Und lassen die einfach mal losfahren. Und genau, die neue Welt, das ist ein ganz elementar, oder das ist eine ganz wichtige Sache, wenn ihr spielt. Und jetzt muss ich auch ein bisschen aufpassen. Ich werde das Schiff jetzt gleich händisch bewegen. Die neue Welt ist hier unten links, am linken unteren Rand. Hier fahren die Schiffe raus in die neue Welt. Und das müsst ihr euch halt bedenken, wenn ihr jetzt so ein Schiff schickt. Weil das Schiff wird jetzt geradewegs hier runterfahren. Und wir sind ja mit den Piraten im Krieg, aber die würden uns dann quasi angreifen. Ich meine, wir werden vielleicht nicht am. Ja, doch, wir kommen vielleicht hier vorbei. Deswegen müsst ihr bei sowas immer aufpassen. Ich schicke jetzt mein Schiff einfach mal hier runter und muss es dann noch mal antriggern, dass es dann noch mal losfährt. Also beziehungsweise die Expedition macht. Ich schicke es jetzt erstmal per Hand hier runter. Dann fährt er jetzt hier so ein. Fährt quasi hier so runter. Zack.
kommt bei den Piraten nicht direkt vorbei. Kann auch noch ein bisschen weiter hier in den Süden schicken. Also, wie gesagt, der linke untere Rand, da kommt er in die neue Welt. Wie gesagt, es gibt noch mehr Regionen. Und zwar gibt es noch die Arktis. Da fährt er über den linken oberen Rand raus. Das ist, wie gesagt, die Erweiterung, die Passage. Und in den Erweiterungen Kap Trelawney und Entbesa oder Land der Löwen. Land der Löwen heißt die Erweiterung. Da fährt er rechts unten raus. Ja, das muss man halt immer im Blick haben. Auch wenn man irgendwann mal mit Feinden spielt, in Anführungsstrichen. Wenn die hier eine Insel haben und man ist hier, dann muss man einfach gucken, können meine Schiffe da gut in die neue Region kommen. Und was auch wichtig ist, oder was zum Beispiel dann auch ein Vorteil ist, wenn man hier links oder links am unteren Rand die Hauptsiedlung hat, das ist ein unheimlicher Vorteil, weil man dann direkt ganz schnell, also wenn ich hier zum Beispiel meine Insel hätte, würden meine Schiffe hier einfach schnell rausfahren, schnell rausflutschen und dann könnten Gegner mich gar nicht so aufhalten, wenn ich jetzt Schiffe in die neue Welt schicken würde. So, wir beschleunigen das jetzt mal ein bisschen. Wie gesagt, wir sind jetzt auch soweit ganz gut. Was fehlt uns noch? Uns fehlt noch eine Sache, und zwar aus der Arbeiterstufe, das ist das Bier. Bringt Zufriedenheit und ziemlich viele Münzen. Und das brauchen natürlich auch die Handwerker. Für Bier braucht man Hopfen. Den habe ich hier auf der Insel. Wie gesagt, hier habe ich die Hopfenfruchtbarkeit, deswegen habe ich hier den Hopfen. Ich würde den Hopfen jetzt hier produzieren. Man braucht 3 Hopfenfelder, drei Hopfenfelder für eine Melzerei und 2 Brauereien. Die habe ich hier. Und was braucht es noch? Schauen wir mal rein. Und es braucht natürlich Getreide. Getreide brauchen wir 2 Farmen für eine Melzerei. Das heißt, ich kann schon mal 2 Getreidefarmen hier noch bauen. Und dann kann ich die Melzerei bauen. Da kann ich schon mal anfangen. Und dann brauche ich den Hopfen für die Brauerei. Wie gesagt, 2 Stück brauche ich da. So. Und jetzt habe ich hier den Schoner, das kleine Frachtschiff. Jetzt haben wir hier schon mal 6 Tonnen. Kommt nochmal eine Tonne rein? Nee, das fahren wir jetzt los mit den 6 Tonnen. Bringen die hierher. Und wenn die dann Bier produzieren, dann geht nämlich unsere Bilanz nochmal ein ganzes Stück nach oben. Wie gesagt, generell unsere Bilanz sieht traumhaft aus. Wie gesagt, ich habe ja ein bisschen geplant. Ich schicke den Schoner gleich wieder zurück, dann kann er neue Hopfen einsammeln. Unser Schiff fährt währenddessen weiter nach links unten. Dann können wir hier die beiden Brauereien bauen. Zack. So. Ist der Schoner schon wieder da? Genau. Und so, zack. Wieder raus damit. Und wieder rüber. Ich mache das jetzt so, jetzt werden sich einige wundern, aber das liegt daran, dass ich... So, jetzt ist unser Schiff hier unten. Hier schick mal einfach nochmal Expedition beginnen. Und dann fährt es hier unten raus und fährt nicht bei den Piraten lang. Ich erkläre das nochmal in einem extra Video. Und zwar die Handel und Handelsrouten. Das wird das nächste Video sein. Oh, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es soweit. Jetzt habe ich es übertrieben. Langsam, langsam, langsam. Wir brauchen jetzt hier... Der würde uns eine Zerstörungsaufgabe geben. Wir haben jetzt aktuell kein Schiff, was irgendwas zerstören kann. Deswegen werden wir das nicht machen. Wir könnten Kanonenboote bauen. Ja, aber... möchte jetzt nicht, was wir brauchen. Was fehlt uns dafür? Ach, hierfür fehlen uns Kanonen. Ja, die Kanonenproduktion haben wir jetzt noch gar nicht. So, wir brauchen Waren, wir brauchen Steine, damit wir hier eine Polizeiwache bauen können. Ihre Weigerung ist höchst verdächtig.
Ja, ist verdächtig, dass ich dir nicht helfe. So, jetzt können wir den Hopfen wieder. Genau, ich mache als nächstes noch ein Video zu Handel und Handelsrouten. Und da werde ich das dann mal. Das geht nämlich besser, nicht dieses händische Hin- und Herklicken. Uns nach dem Meer gesehnt Genau, jetzt haben. sind sie unterwegs, die Expedition. So, unsere Bilanz 3300 Unsere neuen plus. Ufer Die entdeckt. sind hier voll mit Bier, die Arbeiter. Voll mit Bier. Und die Handwerker sind jetzt, haben auch das Bier und die bringen, wie gesagt, hier richtig Geld. Also 46 plus Münzen. Genau, jetzt kann ich das noch mal ein bisschen besser zeigen. Ich habe es, glaube ich, schon mal erklärt. Die Bedürfnisse, die rutschen nach oben. Und zwar immer im Viererschritt. Also, die Das ist Bauern hatten bald das das Bedürfnis Paradies. Markt, Fisch, Arbeitskleidung. Die Arbeiter haben genau dasselbe. Dazu sind dann noch Wurst, Brot, Seife und eine Schule gekommen. Ist nicht im Viererschritt, ist im Dreierschritt. Tut mir leid. Und jetzt sind quasi die drei hier oben weggefallen bei den Handwerkern. Also wir brauchen für die Handwerker eigentlich kein Marktgebäude mehr. Wir brauchen keine Fische mehr und wir ka brauchen keine Arbeitskleidung. Dafür natürlich neue Bedürfnisse, ja. Aber das bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich jetzt anfange, Arbeiter in Heilige Handwerker Erhabene der Welt aufzuleveln, entmachten. dann wird dieses Bedürfnis oder die Bedürfnisse hier werden sinken. Das heißt, wir brauchen dann vielleicht keine 10 Tonnen Kleidung mehr, sondern nur noch 8. Wir brauchen keine 8 Tonnen Fisch mehr, sondern nur noch 7. Also das kann man dann oder muss man dann auch ein bisschen im Blick haben. Wenn man viele Bauern hat, braucht man auch viele Bauern und viele Arbeiter, dann braucht man auch viel, was die benötigen. Wenn man allerdings viele Handwerker hat, dann brauchen die nicht, die brauchen keinen Fisch mehr, die brauchen keine Arbeitskleidung mehr. Das fällt dann alles weg und dementsprechend muss man, oder andersrum, kann man dann auch die Produktion vielleicht nochmal anpassen. So, jetzt haben wir den Hopfen nicht mehr Wir helfen, ausgeladen. wo wir können. Zack, jetzt können sie weiterarbeiten und er kann schon wieder hier hin. Du lädst den Stein. Jetzt habe ich so viel gequatscht, dass ich hier vergessen habe, die Schiffe leer zu machen. Und dann können wir nämlich die Polizei bauen. Die muss ich jetzt leider auch erst ausbilden. Ja, und Wir so sind lange ist hier, spießer. die sind sauer, ja. Kann ich das wieder reparieren? Ja, dann seid ihr wenigstens darauf nicht mehr sauer. Auf Endlich Standsintensität wieder Arbeit. 30%. Wie viel sind es hier? 4. Also das sinkt, der ist schon fast hinüber hier. Die sind fast zufrieden, aber hier ist noch Halligalli angesagt. Hier ist auch Streik. Streik. also hier ist richtig Action angesagt. Polizei braucht noch ein bisschen. Und die gehen dann hin und knüppeln die nieder. Nein, die Polizei der Freunde und Helfer hilft natürlich dann, die Differenzen in der Siedlung beizulegen und aufzuklären, was denn das Problem ist, genau. Mich wundert es ein bisschen. Zufriedenheit ist eigentlich okay. Plus 14. Deswegen wundert mich das ein klein bisschen. Wir haben hier eine Sache nicht erfüllt. Aber das würde ich auch im nächsten Video einfach erklären, wie wir Schaufel das, steht bereit. ich nenne es jetzt mal, gut machen können. Genau, jetzt haben wir hier wieder 7 Tonnen. Die könnt ihr rüberbringen und alles ist schick. Alles klar, das wäre es jetzt soweit. Wir machen nochmal eine kurze Überprüfung unserer Produktion. Wie gesagt, wir haben ein bisschen zu wenig Fisch. Ich würde jetzt nicht mehr Fisch machen, weil, wie ich es gerade erklärt habe, wenn wir mehr Handwerker haben, dann geht dieses Bedürfnis nach Fische wieder runter. Und deswegen würde ich das jetzt nicht noch weiter ausbauen. Schnaps ist okay für die Hauptinsel. Wir haben genug Arbeitskleidung. Wir haben noch genug Wurst. Wir haben noch genug Brot. Seife haben wir sowieso genug. Bier reicht auch. Aber wie man schon sieht, Seife wird nicht so viel benötigt, aber Die Bier Straßen sind wieder ist sicher. schon nicht so ohne. Das läuft jetzt auch noch ein bisschen hoch. Hier ist die Produktivität gerade nur bei 80%, also es wird sich hier auch noch ein bisschen verschieben. Aber trotzdem, Bier wird mehr benötigt als Seife auf alle Fälle. Das sollte man auch im Hinterkopf behalten. Wollen So, wir hier haben mal wir jetzt drüber was. schauen? Die sind jetzt schon voll. Also wir haben ja keine Schiffe mehr groß produziert. Deswegen sind die schon voll. Jetzt können wir die Zeitung nochmal machen. Okay, das Feuer natürlich. Und ach, das ist aus dem anderen, aus der zweiten Siedlung. Wir packen hier wieder das Kaum Plus mehr als eine kleine und eine Notlüge. Ablenkung einfach rein.
veröffentlichen reicht mir schon. Was wir jetzt noch machen, wir bauen hier eine Kanonengießerei und dann kann die nämlich schon mal ein bisschen anfangen, unsere Kanonen zu produzieren. Wir schauen gerade mal, die braucht nämlich die Stahlträger. Ja, würde noch reichen. Also wir haben 4 Stahlträger zur Verfügung, 3 brauchen wir aktuell. Da könnten wir vielleicht sogar noch eine Kanonengießerei bauen. Wie gesagt, das muss man dann abschätzen, ja. Bilanz würde es zulassen, Arbeitskräfte würde es auch zulassen. Wir brauchen nur 50. Das ist dann je nachdem, wie schnell will man hier in den Waren steigen. Also wenn man das Ganze kompetitiver spielt, nicht so gechillt wie jetzt der Modus eingestellt ist, dann macht es auch Sinn, hier eine zweite Kanonengießerei zu bauen oder vielleicht sogar eine dritte, damit man schnell auch mal ein paar Kriegsschiffe hier produzieren kann oder vielleicht sogar noch einen zweiten Hafen. Aber wie gesagt, das also zwei Schiffswerft meine ich nicht Hafen natürlich, zweite Schiffswerft. Aber das ist halt immer dem Spielstil überlassen und demjenigen, der wie ihr es gern habt, also haben wollt. Genau, wir haben hier noch eine neue Expedition, die machen wir jetzt noch nicht, weil das sonst zu viel wird einfach vom Überblick her. Genau, das hier ist die Expedition. Eine Warnung. Hier ist jetzt alles gelöscht. Haben wir auch keine Ruinen mehr. Sie möchte auf eine Insel. Das ist auch lustig. Die fragt uns immer. Die ist total nett. Oh, auf die Insel wollen wir die nicht lieber selber haben. Paprika hat die. Haben wir eine Paprika? Wir haben auf unserer Hauptinsel Paprika. Oh, hier gibt es Paprika, aber die Insel ist jetzt nicht sonderlich groß. Hier gibt es auch nochmal Paprika. Ist aber auch kleiner. Bente, ich glaube, das ist halt hier die größte Insel mit Paprika. Ach na, komm, mach einfach. Ist okay, darfst du. Wir sind ja Freunde. Ja, die, wie gesagt, die ist super nett. Ich hatte mit der zwar auch schon mal Krieg, aber das war, ich weiß auch nicht, was da der Computer getriggert hat. Ich glaube, weil ich mit einem anderen im Krieg war und oder gegangen bin und der war mit ihr in einer Allianz, obwohl ich mit ihr auch in der Allianz war und dann hat sie mir irgendwie einen Krieg erklärt. Da hatten wir irgendwie 5 Minuten Krieg und dann konnte ich ihr wieder Frieden anbieten, also überschaubar. So, genau, das war's soweit, wie gesagt, plant, nehmt euch Zeit, habt auch überhaupt keine Angst davor, einfach mal ins Blaue rein was zu machen, das dann umzubauen. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt mal eine Erfahrung sammeln, ihr geht vielleicht erstmal von Stufe, einfach mal alle Stufen durch, bis ihr mal bei den Investoren seid, also der Stufe 5, und fangt dann einfach nochmal neu an. Ja? Weil ihr sagt, okay, ihr habt jetzt so viel mitgenommen, das könnt ihr jetzt einsetzen, dieses Wissen, diese, wie organisiert ihr das, wie plant ihr das, wie macht ihr das besser, das hilft ungemein, ja. Also wie gesagt, das hier ist jetzt schon mein, es ist nicht perfekt, es gibt Leute, die haben wesentlich mehr Erfahrung und Spielstunden und alles, die machen es noch besser, aber ich denke, es ist schon ganz gut und das ist der dritte Versuch, ja. Vierte. 1, 2, 3. Ja, ich glaube, der vierte Versuch ist das. Oder die vierte Siedlung, die ich so aufbaue. Oh, nicht so aufbaue, sondern die ich jetzt halt ein bisschen optimaler baue. Aber es ist, ja, da ist immer noch Potenzial nach oben. Gerade wenn man bedenkt, was es noch so für Möglichkeiten gibt dann im späteren Spiel. Aber ich glaube, für einen Einstieg ist das vollkommen ausreichend und da könnt ihr euch schon einiges mit rausziehen. Lasst es mich wissen, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt und dann sehen wir uns bald wieder auf meinem Kanal. Bis dahin, euer Skip. Ciao.